ist mein allergrößtes Ziel, dass es keine relativen Teachings mehr gibt, die sagen, du musst die Methode haben, du musst das machen, du musst jetzt noch das lernen und so weiter, sondern dass wir hier in diese Absolutität uns erlauben einzusteigen. Ja, weil alles schon da ist, weil auch alles schon da ist auf meinem Kanal, weil alles schon wirklich hier ist. Alle Dinge, die ich für mich persönlich manifestieren wollte oder manifestiert habe, sind tatsächlich eingetreten. Und ich habe euch jeden einzelnen Schritt hier in diesem Kanal erklärt. Ich habe euch erklärt, wer wir sind, wo unsere Power liegt. In verschiedenen Videos bin ich immer wieder darauf eingegangen, was sind die Hemmschuhe, warum klappt es nicht? Und es ist jedes Mal das Gleiche. Es sind Überzeugungen und Annahmen. Und die herauszufinden, das ist der erste Schritt. Und es ist eigentlich so einfach, diese blockierenden Überzeugungen und Annahmen rauszufinden, wenn ich meine Spiegel lesen kann. Das heißt, wenn ich die Menschen im Außen wirklich als das hernehme, als das ihre Rolle ist, und zwar mir zu zeigen, wer ich bin, wer ich glaube zu sein. So ist es besser. Das bin ich ja nicht. Ich bin Divine Design. Ich bin absolut Perfektion. An mir ist nichts falsch. Bei mir fehlt nichts. Es gibt keinen Mangel. Ich darf in absoluter göttlicher Erfüllung leben. Das ist Fakt, das ist meine göttliche Wahrheit, das ist die Wahrheit unseres Universums, die sich aber nicht darauf bezieht, wer ich persönlich bin, weil persönlich bezieht sich ja wieder auf meine Persona, meine Rolle in diesem Leben und die ist ja nur scheinbar gegeben durch äußere Umstände, durch meine Herkunft, durch meine Erfahrungen, durch meine Vergangenheit. Und das gilt es einfach zu verstehen, dass ich diese Persona, dieses Ego, diese Identität, die sich im Mangel befindet, die unfrei ist, die fremdbestimmt, fremdgesteuert ist, dass ich diese Person in Wahrheit gar nicht bin, sondern dass ich eine Energie bin, dass ich die Energie bin, die Energie, aus der alles ist, die Energie, aus der mein Leben ist, die Energie, aus der sich die manifesten Dinge geformt haben. Und die ursprüngliche Perfektion, mit der ich hier angekommen bin, die muss ich erstmal erkennen. Erkennen, wie perfekt ich bin in meinem Sein. Erkennen, wie perfekt ich bin in meinem Körper. Und alles, was Imperfektion ausruft, ist einfach die Lüge, weil ich relativ denke. Ich denke relativ, ich denke vergleichend zu einem Standard, zu einer Matrix, die ich gelernt habe, die mir einfach gegeben worden ist und gesagt hat, das ist schön, das ist richtig, das ist gut, das ist falsch. Und ich habe angefangen, mich, meine Gedanken und meine Ansichten in Relation, in Verhältnis, im Vergleich zu diesem Gegebenen, das, was ich Human Design nenne, Menschen ein Design gemacht, Menschen in ihrer Beschränkung, nicht bös gemeint, aber in diesem menschlichen logischen Denken in Zusammenhängen und Relationen. So, und jetzt habe ich ein Leben gelebt und habe mich immer quasi daran gespiegelt, daran in Verhältnis gesetzt, wie es sein sollte, wie die Normen sind, wie die Werte sind in Relation. Und das Spiel im Divine Design kennt eben keine Relation. Divine Design ist absolut, absolut gigantisch, absolut genial, absolut in der Fülle, absolut fehlerfrei. Es fehlt nichts. Es gibt auch keinen Vergleich, weil mit was will ich mich vergleichen? In der Fülle, im Divine Design. Und das ist das Wichtige, dass ich hier diese Dualität erkenne, die mir zur Verfügung steht. Ich glaube zwar, sie macht mich
leiden oder sie macht mich einschränken. Aber die Qualität dient mir dazu, dass ich mich erkenne. Dass ich mich erkenne in zwei und im relativen des Human Designs. Ich habe zwei Spiegel zur Verfügung. Ich kann mich in meinem Divine Design, in meiner göttlichen, wunderbarsten Pracht, Fülle, Grenzenlosigkeit spiegeln. Und gleichzeitig kann ich meinen Blick in die Welt richten, in das Äußere, in das Beschränkte, in das Relative. Und das heißt, ich habe die Wahl. Das heißt, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl der Perspektive, die göttliche Perspektive oder die menschliche Perspektive. Die Perspektive einer Welt, die aus göttlicher Perspektive designt ist, die absolut perfekt und fehlerfrei ist. Eine Welt, die aus einer Energie entstanden ist, voll der Liebe. Voll der Liebe. Und nicht der Liebe, der relativen Liebe, der bedingten Liebe, sondern der absoluten Liebe. Und ich finde das Wort absolute Liebe viel, viel besser wie bedingungslose Liebe. Weil irgendwie scheint es eine bedingte Liebe zu geben, wenn ich von bedingungsloser Liebe rede. Aber in der absoluten Welt gibt es ja gar keine bedingte Liebe. Da gibt es nur bedingungslose Liebe, absolute Liebe. Also muss ich es auch nicht bedingungslos nennen, sondern eben absolut. Die Liebe ist absolut, weil sie da ist, weil sie ich bin, weil ich Liebe bin. Und deswegen darf ich auch einfach so in love sein. Absolutely in love. Nicht wegen irgendetwas. Das war auch was, was mich immer so gestresst hat bei Dr. Joe Dispenza, weil er natürlich dieses Gefühl herstellen will und dann Eselsbrücken gibt und ja, was liebst du, kleine Kätzchen, kleine Babys, was kannst du dein Herz öffnen, wo fühlst du diese Fülle, diese Erfülltheit, ja, er spricht nie von Fülle und Erfülltheit, weil das ist dieses absolute Liebesgefühl, es ist Fülle und Erfülltheit, es fehlt mir nichts. Ich bin da, ich bin angekommen. Und wenn ich versuche, dieses Gefühl über relative Liebe herzustellen, in der relativen Welt, in der Human Design Welt, dann gelingt mir das nicht. Weil ich ja, wenn ich in Relationen denke, fühle und mein Leben betrachte, muss ich ja immer Angst haben, dass das, worauf ich mich beziehe, ja, was die Relation ist, woher diese Liebe kommt, aus meinem Liebsten, aus meinem SP, aus einem Baby, aus einem kleinen Kätzchen, aus einem Hund, ist es ja nicht stabil, weil ich ganz genau weiß, dass diese Relation, die mir die Erlaubnis gibt, jederzeit verschwinden kann. Die ist ja nicht stabil, weil ich merke ja, das Leben bewegt sich. Dinge erscheinen und dann entfernen sie sich wieder, weil im Human Design ist Zeit nun mal ein Faktor, ist Ort nun mal ein Faktor und wir brauchen diese Faktoren, sonst können wir ja nicht relativ leben. Sonst können wir ja dieses relative Leben gar nicht haben. Und dieses relative Leben wiederum ist das, worüber ich mich erfahre in meiner Form, in meinem Körper. Das ist dieses relative Leben. Deswegen ist es ja auch geil. Deswegen will ich es ja auch haben. Deswegen will ich das Außen ja sehen. Ich will mich ja sehen in den verschiedensten Formen, Arten und Weisen. Das ist ja geil. Das ist ja klasse. Nur, wenn ich die Relationen und die Relativität dazu nutze, Schmerz und Mangel und Angst und Einsamkeit zu fühlen, dann ist es scheiße. Ganz klar. Dann ist es nicht das, was ich will. Aber wenn ich es dazu nutze, wozu es wirklich da ist, die relative Welt, um mir meine göttliche Perfektion, meine Erfüllung, meine Erfülltheit zu zeigen und mich das erleben zu lassen, dann ist es göttlich, dann ist es genial, dann habe ich alles, was ich wollte. Aber ich komme nur dahin, indem ich erkenne, wo die Wahrheit wirklich liegt. Wo die Wahrheit, die Kraft der Wahrheit liegt. Das
sie eben nicht im relativen Leben liegt, sondern in mir als absolutes Wesen, als absoluter Schöpfer, als die absolute Kraft der Schöpfung. Und einzig und allein dadurch, dass ich diese Identität erkenne und gleichzeitig diesen Blickwinkel unweigerlich einnehme, dass ich mich weigere, imperfekt zu sehen, Imperfektion zu fühlen, dass ich mich weigere, Mangel zu fühlen, dass ich mich weigere, diese scheinbare Einschränkung für mich wahrzunehmen, weil es nicht wahr ist. Ich muss es nicht tun. Ich muss es nicht glauben. Ich muss mich vor allem nicht damit identifizieren. Und das bedeutet natürlich eben auch, dass ich mich mit meiner Persona, mit meiner Vergangenheit desidentifiziere. Und das mache ich nur, wenn ich mich mit meinem Divine Design neu identifiziert habe. Weil ich kriege meinen Verstand nicht dahin, einfach zu sterben, ohne zu wissen, dass die Wiederauferstehung gleichzeitig geschieht. Oder das ist ja in der Bibel, die Wiederauferstehung. Die Persona Jesus ist am Kreuz gestorben und die Wiederauferstehung des Christus, das ist eigentlich das, was uns die Bibel sagen will, was aber keiner wirklich versteht, außer Neville Goddard, würde ich jetzt mal sagen. Der hat es richtig gut verstanden und erklärt, aber für uns hier das nochmal so klar zu sehen und sagen, ich kann mich nicht weigern, meine alte Identität und damit auch mein altes Leben aufzugeben, wenn ich nicht sicher verankert in meinem Divine Design, in meiner Fülle, in meiner Erfüllung bin. Das werde ich nicht machen. Und deswegen geht der Weg zur Veränderung, zur Manifestation aus dem Divine Design Mindset, aus der Divine Design Energy, nur über den Identity Shift, dass ich das erkenne, dass ich es verstehe und dass ich mir diesen Shift einfach bedingungslos erlaube, weil ich es verstanden habe, dass es nichts gibt, was mich in meiner Persona, in meinem Ego, in meiner Vergangenheit, in meiner Geschichte hält. Und dann kann ich alles neu machen, dann kann ich alles neu manifestieren, weil dann bin ich neu. Aber neu und grenzenlos, neu und ohne irgendeine Einschränkung. Und es ist so genial in Rising Up und auch in meinem höchsten Reim, absolut. Die Frauen sind neu. Sie sind keine Persona mehr. Sie sind Divine Design. Und das ist auch so krass, wenn du das dann wirklich fühlst und so in der Power bist, dann kannst du in Anführungsstrichen dich wie eine magische Heilerin auftreten, wie ein magischer Heiler, weil du durch dieses Wissen shiftest, jedes Mal selber, du shiftest, wenn du deinen Spiegel heilen willst. Du siehst Unheil da draußen, dir ist es vollkommen klar, dass dieses Unheil deine innere Welt, in deiner inneren Welt entstanden ist und du shiftest deine inneren Annahmen, deine Geschichten, du shiftest es in dir, du hast eine neue Perspektive auf das Außen und das Außen shiftet, weil du eins bist. Und deswegen kannst du Menschen heilen, was nichts anderes ist, wie einen SP zurückmanifestieren, deinen SP in seiner heilsten, schönsten, göttlichsten Divine Design Version in dein Leben zu manifestieren. Das ist es. Aber zuerst musst du dich heilend sozusagen quasi in dein Divine Design wirklich ganz tief reinsetzen, verankern, die ganze die Energetik dahinter verstehen, sie bedingungslos annehmen und dann siehst du eben auch den SP, deinen SP in seiner Bedingungslosigkeit, in seiner besten, höchsten, schönsten Divine Design Version und beide seid ihr angekommen. Aber es geht nur von dir aus. Du bist angekommen und du hast diese Power, Kraft und Überzeugung, dass du sehen kannst, es gibt keinen Grund, warum er nicht auch angekommen ist. Weil er ist ja du, er ist ja dein Spiegel. Deswegen geht es eben nur um dich, es geht nur um dein Selbstkonzept. Und bei meiner Reise ging es eben auch nur um mich und diese tiefen Blockaden herauszufinden,
Deswegen bin ich so Fan von SP-Manifestation, weil du manifestierst dich selber. Du manifestierst deine Divine Design Version und dein SP, wen du auch immer nimmst. Es ist völlig egal, ob es jetzt dein Liebespartner ist oder deine Eltern sind. Es ist eine spezielle Person, der du erlaubst, dich zu spiegeln. Punkt. Und die spiegelt dich, ob es dir gefällt oder nicht. Und gerade dort, wo es am meisten triggert, wo es am meisten wehtut, da musst du hin. Da musst du transformieren, da musst du shiften, da musst du sehen, welche relativen Bedingungen du noch nicht absolut sehen kannst. Deswegen ist es so göttlich. Und nachher bist es ja du wiederum, die bleibt. Du musst überhaupt keine Angst haben, dass der SP wieder jemals weggeht, weil du bist da, du bleibst und logisch bleibt er auch, wenn er zurückgekommen ist. Ich habe keine Angst mehr, dass uns irgendetwas trennen kann, weil wir waren ja nie getrennt. Das weiß ich. Es kann überhaupt keine Trennung geben. Und wenn ich eine Trennung will, wenn ich den nicht mehr will, dann ist es deswegen, weil ich halt wieder anfange, in ihm etwas zu sehen, was ich ablehne, relativ gesehen. Und dann kann ich jederzeit alles wieder ins absolute Divine Design transformieren und gut ist es wieder. Safe und sicher, es kann überhaupt nichts passieren. Und so mache ich es mit SP, so mache ich es mit Business, so mache ich es mit Gesundheit und natürlich mit Geld und Finanzen. Versteht ihr? Und das ist dieses einzige, alleinige Prinzip, das Ich-Bin-Prinzip, wo eine absolut hundertprozentige Klarheit dahinter steckt. Es geht nicht darum zu sagen, ja, das musst du nicht verstehen. Klar, du musst es verstehen, weil deswegen hast du einen Verstand. Und dein Verstand wird nicht gegen seinen Verstand, sein Verstehen gehen. Deswegen ist Verstehen Number One. Und deswegen gebe ich mir so viel Mühe, das auf so viele Art und Weisen zu erklären, wie dieses Divine Design Manifestationsprinzip funktioniert, wie du funktionierst als Divine Design Schöpfer Manifestor. Weil nur wenn dein Verstand sagt, yes, ganz genau, so geht's und so mache ich's. Und dann bleibst du dran und dann bleibst du. Und das ist einfach dieser Zauber. Jetzt komme ich dann gleich an die Grenze, das heißt, das Netz wechselt. Deswegen komme ich jetzt langsam zum Ende. Ihr ist so schön, dass ihr da wart, so schön, dass ich mit euch das teilen konnte. Ich konnte natürlich keine Kommentare sehen. Und ja. Diese Reise ist alles wert. Diese Reise ist absolut alles wert. Du bist es dir wert, deinen Verstand, dein Leben ins Divine Design zu bringen und dann wirklich wahrhaftig zu sein als magische Heilerin. Nicht, weil du irgendeinen magischen Heilcode gelernt hast, sondern weil du deine Magie in dir verkörpert und verankert hast. Und da braucht es keine Technik, keine Methode, gar nichts. Es braucht dieses absolute Prinzip, von dem du nicht abweichst und es dann von dir quasi, das dich einnimmt. Es nimmt deinen Körper ein, es nimmt dein Denken ein, es nimmt deine Ansichten ein, weil du es dann bist, weil du es bist. Und das ist der Weg und es gibt absolut keinen anderen Weg. Alles andere wird dir nie genug sein. Alles andere wirst du irgendwo immer das Gefühl haben, es fehlt etwas. Alles andere wirst du immer noch auf der Suche bleiben. Meinen, du musst noch mehr irgendwie von hier oder von da. Aber wenn du aus diesem absoluten Verständnis herauskommst und die Welt in ihrer absoluten Göttlichkeit, in ihrem Divine Design siehst, dann wird die Welt göttlich sein. Dann wirst du das Paradies, den Himmel auf Erden hier erleben. Darum geht es. Und dich dahin zu bringen, mit deinem Verstand, kombiniert mit deinen Gefühlen, mit deinen Ansichten, gibt es halt so viele Tricks, wie man sich selbst managt, dieses Selbstmanagement, dieses Training und immer wieder zu schauen, warum
habe ich noch das Gefühl der Trennung? Warum habe ich noch das Gefühl, dass sich was blockiert? Und da bin ich halt Spezialistin. Ich weiß es mittlerweile so genau, was für Ansichten da noch da sind, was für Meinungen, Hindernisse noch nicht absolut gesehen werden. Und das ist so ein genialer Prozess, es macht riesen Spaß. Wenn du noch nicht in der Community bist, komm unbedingt in die Community. Hol dir vor allem auch die letzte Masterclass über deine Divine Design Identity. Da erkläre ich so genau, was der Unterschied ist zwischen relativ und absolut. Das ist meine Number One Go-To Masterclass, wenn das irgendwie Sinn macht, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Und die Community für mich hat jetzt auch wieder einen Neustart gegeben, es hat ein Shift gegeben, von denen. Genau, es werden noch mehr dazu kommen. Und wenn du noch nicht dabei bist, komm. Es ist so genial. Die nächste Masterclass steht an in der Triologie. Die zweite Masterclass und dann gibt's noch die dritte jeden Monat. Eine extra Masterclass. Hot Seat gibt's nächsten Donnerstag. Mein I Am Training geht weiter, der Austausch. Erfolgsgeschichten sind da drin. Das ist das Allergeilste. Diese Erfolgsgeschichten in der Community. Ich kann es dir einfach nur raten, geh diesen Weg, mach dein eigenes Rising Up, bis du irgendwann mal vielleicht in meiner Mastermind bist. Rising Up, the bigger game, bis du wirklich ready bist für das riesengroße Game, weil du weißt, du nimmst niemandem etwas weg. Im Gegenteil, du gibst. Dadurch, dass du manifestierst, gibst du mehr und mehr und mehr. Ja, und dann irgendwann mal kommst du vielleicht in Absolut und bist dann da und gibst diese Teachings auf deine Art und Weise weiter, weil das ist mein allergrößtes Ziel, dass es keine relativen Teachings mehr gibt, die sagen, du musst die Methode haben, du musst das machen, du musst jetzt noch das lernen und so weiter, sondern dass wir hier in diese Absolutität uns erlauben einzusteigen. Ja,